Hallo, endlich gibt's noch mal einen neuen Videolog von meiner veganen Zeit. Ja, in letzter Zeit bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe viel gearbeitet und wenn ich dann zu Hause war, dann kam ich eigentlich nicht wirklich zur Ruhe wegen der Kinder. Und naja, jetzt gibt's auf jeden Fall mal eine neue Folge und ich möchte euch ein paar Sachen vorstellen. Vor kurzem gab es auf allesvegetarisch.de ein super Angebot. Da gab es eine ganze Kiste an veganen Lebensmitteln für 10 Euro. Und wisst ihr, was dabei war? Wilmersburger Spitzerkäse. Pizzaschmelz. Ja, alles klar. Ja, ich habe auch schon ausprobiert. Ist auf jeden Fall viel besser als dieser Cheesy oder wie der heißt. Ich weiß es nicht. Ja, den muss man auf jeden Fall auf eine Flüssigkeit auftragen, also auf die Tomatensoße zum Beispiel oder irgendwas überbackenem, bei einer Lasagne oder so, muss man das in eine Soße reintun, damit das auch zerläuft, weil sonst trocknet der nur aus. Ist geschmacklich auf jeden Fall wesentlich besser. Ne? Kann ich gut empfehlen. So, genau, es wurde gefragt, wie diese Gran Chorizo-Wurst heißt. Das ist die hier. Gran Chorizo. Gran Chorizo Vegan von Wheatie, the Vegan Way. Das ist die. Ja, das ist die, die man super zum Anbraten nehmen kann. Dann war in diesem Paket unter anderem Veggie-Räuchersalami. Die ist okay. Ich persönlich mag solche kalten Aufschnitte nicht. Mochte ich auch vorher schon nicht so gern. Auf der Pizza super. Man darf es nur nicht zu lange drauf lassen, dann trocknet die aus. Veggie Döner war auch dabei, den habe ich noch nicht probiert. Und woran ich die ganze Zeit fresse, wir haben es direkt zweimal bestellt, weil es so ein super Angebot war. Eine Packung habe ich schon leer gefressen. Das sind hier Marshmallows. Candies, Air Puffed Marshmallows. They are Air Puffed Classic Vanilla Flavor. Köstlich. Aber wisst ihr, was die normalerweise kosten? 6 Euro die Packung. Und ich hau mir die so weg. Die sind ein bisschen kleiner, aber schmecken wirklich gut. Ich weiß aber nicht, ich habe noch nicht ausprobiert, ob man die auch rösten kann. So wie richtige Marshmallows. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Dafür nehmen wir ein etwas größeres Stück. Pieksen das mal hier drauf. Das wird bestimmt voll der Reinfall. So. Na gut, anbrennen soll es nicht. Es ne? Soll eigentlich nur ein bisschen rösten. So. Ja, super. Ist schon schön schwarz auf der einen Seite. Na gut, na gut. Also eigentlich macht man sowas ja über dem Grill. Obwohl ich meine, da karamellisiert ja eigentlich auch nur der Zucker. Das hat ja mit der Milch und so weiter recht wenig zu tun. So, schön schwarz. Auf der einen Seite ist es ein bisschen braun. Naja, muss man dann mal über dem Grill ausprobieren. Aber abgesehen davon ist ganz gut. So, was gibt's noch Neues? Eigentlich gibt's sonst nichts Neues. Es läuft. Morgen hat meine Oma 80. Geburtstag. Und sie ließ sich noch nicht mal darauf ein vegetarisches Gericht zu bestellen. Wir gehen außerhäusig essen. Ja, dann lass doch einfach das Fleisch weg. Mit so einer 80-jährigen Frau braucht man auch nicht mehr diskutieren, die ist ziemlich eingefahren. So, dann bin ich also da, um Beilagen zu essen. Schön, sehr toll, sehr festlich. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, an diesem Tag nicht vegan zu sein, sondern vegetarisch. Damit ich wenigstens auch irgendwie eine Soße dabei habe oder irgendwas, damit ich da nicht nur Brokkoli müffeln muss. So wird es aber auch ja demnächst weiterfahren. Bald ist die Fastenzeit vorbei. Das Vegan-Experiment ist beendet, aber wie gesagt, es geht weiter vegan. Nur in abgeschwächter Form. So, das war's für dieses Mal. Bis dann. Ciao.